Die Bioregeneration ist eine Methode zur Gelenkknorpelregeneration bei der kompletten Arthrose. Sie besteht in einer Abschleifung des gesamten Gelenkknorpels bis auf die sogenannte subchondrale Zone. Dies ist die Zone, die den Knorpel vom Knochen trennt. Hierzu ist ein sehr genaues Abfräsen erforderlich, da man genau die Schicht erwischen muss, in der die Blutgefäße sprießen. Diese werden dann bei der Operation eröffnet. Es bildet sich dann im Laufe von Monaten eine Blutplombe, die sich dann letztendlich in einen Faserknorpelbelag, ein sogenanntes Nabelknorpelgewebe, umwandelt. Dieses Knorpelgewebe ist aber durchaus auf Jahre hin belastbar und stellt die korrekte Funktion des Gelenkes wieder her.